Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Path of Exile. Und wir haben eine Quest abgeschlossen. Glaube ich. Okay, was auch immer. So, wir sind jetzt im Gewölbe der Weberin. Aber ich glaube, wir müssen im Westwald noch etwas machen. Deshalb gehen wir jetzt auch mal zurück. Das dauert jetzt einen Moment, aber das. Oh, oder auch nicht. Das ist kein Problem. So, dann dürfen wir jetzt. Oh. Uns mit einer Menge Neandertaler noch mal rumschlagen. Und Spinnen. Spinnen sind auch mal schön. So. Veränderungssphäre. Nehmen wir auch mal mit. So. Tötet Alira für Eramir. Öffnet den blockierten Pass. Das müssen wir, glaube ich, woanders machen. Ja, meine Freunde, legt euch nicht mit mir an, wenn ich Sachen explodieren lassen kann. Ey, das reimt sich. Das ist ja cool. Putzbogen. Alira für Eramir. Ja. Ich weiß ja, dass wir die ganze Drecksarbeit machen müssen und so. Portalrolle nehmen wir auch gleich mit. Da wird es ja mal wieder ausgenutzt, dass ich welche habe. Plattnerschrott. Nehme ich auch mal mit. Stilett. Ich würde sagen, wir laufen hier dann einfach mal ein bisschen durch die Gegend und machen uns neue Freunde. Und gucken dann, ob wir die Quest. Oh, da ist irgendwas. Ja, nice. Ist hier schon etwa alles tot oder was soll das? Flüsternde Essenz der Verachtung. Boah, das nehme ich. Ein Amulett nehme ich auch. Das können wir nämlich aufwerten. Sphäre des Goldschmieds. Veränderungssphäre. Kann man bestimmt mal alles gebrauchen. So. Okay, hier geht's wahrscheinlich nicht weiter. Wir müssten uns noch einen neuen Freund holen. So. Du darfst mitkommen. Ist der das? Nee, Überfallstank. Silbermünze. Ja, Silbermünzen nehme ich auch. Nehme ich auch in echt übrigens, ne? Also, wenn ihr mal Geld habt und ihr wisst nicht, wohin damit, einfach zu mir. Das kann ich immer gebrauchen. Ich frage mich ja, ob es wirklich Leute gibt, die nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld. Also, ich wüsste dann ja immer schon hier und da neue Sachen, was ich gerne hätte oder was ich gerne ändern würde. Und wenn es irgendwelche Renovierungssachen sind oder so. Oder dass ich dann anspare, um das und das kaufen zu können. Okay, wenn man jetzt gerade Multimillionär ist. Millionär, ne? Ist das vielleicht was anderes. Aber dann, selbst dann wüsste ich, wohin mit meinem Geld. Weil ich schon spenden würde dann. So. Irgendwelche Hilfsorganisation, was weiß ich so. Aber, naja. Wir nehmen diesen fetten Schild noch mit. Der nimmt ja zum Glück nicht das ganze Inventar ein. So, Elemente machen bestimmt auch Spaß. So, wir werden hier noch so einen Süßen mitnehmen. Vielleicht fühlt sich Lenny angesprochen. Meine Kaninchen haben ja auch schon alle möglichen Kosespitzen. Wow, was ist das denn für ein Geiler? Bleib doch mal stehen, Digga. Gequälter Schläger. Schon wieder ein Level up. Also jetzt geht's aber los hier.
Too much clutter. Ich glaube, wir tragen zu viel. Könnte ich mir vorstellen. So, das können wir schon mal irgendwie jetzt nochmal hier verstauen, dass wir hier mehr Platz haben. Ich würde zum Beispiel noch so eins mitnehmen und einen Helm. Genau. Und dann gehen wir doch nochmal in die Stadt zurück. Oder haben wir hier noch einen Gürtel rumliegen? Nee, ne? So. Gehen wir mal ins Waldlager. What? Ich warte nochmal, Kollege. Ich möchte nämlich den Kupferpanzer mir angucken. Der, wie erwartet, scheiße ist. Bauernschärpe. Da können wir aber echt mal gucken. 3% maximales Energieschild. Anzahl verbrauchter Flaschenfüllungen. Ja, wie bringt uns das jetzt gerade nichts, ne? Rostiger Stachel. Es klingt doch immer sehr pervers. Anzahl der Fassungen eines Gegenstands. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Helm oder irgendwas, was ich jetzt hier erstmal nicht tausche, nehmen wir doch mal das hier. Ach so. Okay, warte. Ich verkaufe erstmal. Ach ja. Da war ja was. So. Okay. Oh, na das ist ja mal mega. Ja, da können wir uns ja hier noch ein bisschen was gönnen, ne? So, da können wir den hier nämlich schon mal ausrüsten. Dann haben wir nämlich schon mal mehr Schaden. Und den hier können wir irgendwie auch noch ändern. Oder noch irgendwas Sinnvolles daraus machen. Verbessert die Qualität einer Rüstung. Wir haben ja noch ein paar davon. Reicht Navali eine Silbermünze, um eine Prophezeiung zu erhalten? Stimmt, das könnten wir mal machen. Verbessert die Qualität einer Waffe. Warte mal. Okay, warum nicht? Travel far. So. Wir haben doch noch irgendwas Geiles gekriegt, oder? Na. Flüsternde Essenz der Verachtung. Verbessert einen normalen Gegenstand zu einem seltenen mit einer garantierten Eigenschaft. Einhandwaffe. Ey, wir wollen ja den hier noch verbessern, ne? Guck mal. Wie, der ist nicht von normaler Seltenheit. Oder meint ihr hier sowas? Nee, auch nicht. Achso, dann ein Waisengegenstand wahrscheinlich. Okay, dann behandeln ist auch gut. Behalten wir die doch mal hier. Normalen zu einem magischen. Okay. Gut. Wir müssen davon noch ein paar sammeln. So, hier, die können wir schon mal mitnehmen. Das rüsten wir mal wieder aus. Und dann können wir jetzt wieder zurückgehen. Und ich nehme jetzt hier nochmal alles auf und gehe nochmal zurück, weil wir es können. Wenn wir schon mal dabei sind und wir jetzt eh so ein bisschen was von diesen Sphären da haben wollen. Warum nicht? Gehen wir nochmal zur Truhe und lagern das hier. Dann passt das. So. Jetzt kann ich mir nämlich noch von den Leichen hier neue Freunde holen. Und wir können weitermachen. Und das hochwerden. Geh kaputt. Ich mag Sachen zu töten. So, wir müssen aber trotzdem noch so eine Frau finden oder so. Leichenexplosion! Proklamation.
Das sieht ja auch nicht strange aus hier oder so. Dammestruhe. Die mache ich natürlich auch auf. Da kommen ja voll viele Leute raus. Wie in so einem Auto von Clowns. Ne? Da kommen ja auch immer 30 Clowns raus oder so. Einfacher Bogen hochwertig. Nehme ich mal mit. Wollte eigentlich nur noch gelbe Sachen einsammeln, aber mein Prinzip hat sich jetzt mal kurzartig wieder geändert. Und ich habe jetzt doch Bock, ein paar blaue Sachen auch einzusammeln. Deswegen machen wir das einfach. Und ich würde Alira gern finden. So. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Wenn ihr Alira tötet, könnt ihr euch nicht mehr anderweitig entscheiden. Helft ihr, dann behaltet, dann erhaltet ihr dauerhaft. Regeneriert 5 Mana pro Sekunde, 15% zu globalem Multiplikator. Ihr werdet alle Gruppenmitglieder bekämpfen müssen, die sich nicht auf eurer Seite schlagen. Wir sollen sie aber eh töten, oder? Also... Also hat sich ja die Frage auch ein bisschen erübrigt, was wir hier machen müssen, ne? So, wir brauchen hier nochmal neue Freunde. So. Ja, Amulett. Never let the power go to your head. So, wir beleben sie uns auch gleich wieder. Ich finde schade, dass die Zombies da nicht aussehen wie die, die gestorben sind. So. Ja, Mensch. Da haben wir sie doch. Hier sind jetzt auch noch ein paar Leute, die das vielleicht nicht so lustig fanden, dass wir sie umgebracht haben. Zack, ein Pfeilköcher, Korallen. Naja, aber es schadet ja nicht, noch mal ein bisschen durch die Gegend zu laufen und Sachen umzubringen, ne? Da ist auch ein Wegpunkt. Den habe ich nämlich auch gesucht. Rein zufällig. So. Dann können wir ja mal schnell zum Waldlager, wenn wir jetzt schon mal dabei sind. Leute, für wen sollten wir denn die töten jetzt? Für Iramir. This old mine shall remember the chamber of sin could be the sorcerer, the high temp tales and grüß. Toll. Wir haben was getötet und irgendwie hat uns das auch nichts gebracht, oder was? Egal, wir haben einen Fähigkeitenpunkt und können Kreaturen verstärken. So. Das machen wir doch mal. Dann... Schädelkäfig. Was denn Geiles? Ich muss mir den mal angucken. Ach so, das ist... das hier. Wir haben ja sowieso einen schöneren. Korbrapier. Aliras Amulett. Einen normalen Gegenstand zu einem seltenen. Halt, ich wollte ja erstmal hier verkaufen. Ups. Boah, ich hasse das, ne? Diese Steuerung hier, ey. Return. Ja, keine Ahnung. Wir können es auch nicht weggeben aus dem Inventar. Dann halt nicht. Müssen wir noch was im Westwald machen? Nee, ne? Öffnet vom Westwald aus den blockierten Pass.
Hier müssen wir noch hin. Quest abgeschlossen. Und von Sig eine Belohnung erhalten. Ihr müsst Maligoras, nee, Maligarus Stachel für eine weitere Quest behalten. Ja, danke schön. Gut, dann gehen wir doch nochmal hier hin, weil wir den blockierten Pass machen müssen. Wir können ja dem Weg einfach mal folgen und gucken, wo der uns hinführt. Wie die alle gleichzeitig umgefallen sind, ist das schön. Meine Freunde, ihr habt sowieso keine Chance. Wenn da schon einer ankommt, die Tote wieder auferstehen lassen kann, ich würde ja nicht gegen die kämpfen. Aber es interessiert die ja nicht. So. Straße folgen und gucken, was passiert. Boah, ich hätte nur ein bisschen weitergehen müssen. Tauma-Emblem. Stahl-Dinger. Was habe ich denn als Schuhe? Lederschuppenstiefel. Okay. Arteri, my beautiful cat. My beautiful, die gerade Cat gesagt. Sprecht Bessel auf eure Belohnung an. Das heißt, hier komme ich jetzt rüber, ja? In Akt 1. Gehe ich mal davon aus. Nee. Was war Karte hier nochmal? Ja, sehr schön. Dann haben wir das ja. Toll, super. Haben wir gemacht. Dann latschen wir doch noch mal weiter. Und fordern ist auch gut. Und gucken uns mal die nächsten Quests an. Ach, wir können ja hier schon mal die Sachen einsammeln, weil wir dann gleich eh nochmal zurück in die Stadt müssen. Und dann, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, können wir die Sachen auch gleich mitnehmen. Vielleicht finden wir ja auch noch ein paar Leute, die sich mit uns anlegen wollen. Ach, so einen Langbogen nehmen wir auch mit. Die Leute, die hier so entspannt liegen. Da eine Katze. Oh, wie süß. So. Gehen wir doch mal zum Waldlager und dann können wir auch schon zum nächsten gehen. Make it fast. Make it fast. Ich will hier erstmal. Moment. Ich kann das Ziegenhorn aufwerten. Das mache ich gleich mal. Going. So. Schädelkratzer Ziegenhorn. Das hast du jetzt vollgebracht. Zauberschaden. Aber vom Schaden ist irgendwie das untere besser, oder? Wenn wir jetzt die Qualität der Waffe verbessern, verbessert sich dann auch die Dingens hier. Netze, Rüstung. Nö, toll. Hm. Wenn wir schon mal dabei sind. Warum nicht, ne? Qualität plus 7%. Ganz wichtig. Gut, dann könnten wir den auch einfach verkaufen. Wir können es ja mal neue von diesen Dingern da holen, ey. Von diesen Prophezeiungen. So.
Halt. Speed. Digga, ich habe noch was für dich. Return if you must. Inwand. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das jetzt hier reinpacken. Perfekt. Und für die Prophezeiung nehmen wir uns dann nächsten Part Zeit. Für diesen sage ich aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.